Karika di Lecce ist eine italienische Gemeinde in der Provinz Lecce mit ca. 2450 Einwohnern. Sie liegt im mittelöstlichen Salento und ist 12 Kilometer von Lecce, 16 Kilometer vom Adriatischen Meer und 32 Kilometer von der Ionischen Küste entfernt. Caprarica ist ein uraltes Dorf, in dem Landwirtschaft, Viehzucht und Milcherzeugung betrieben wird. Die Ländereien rund um Caprarica sind reich an Ziegen, wie man aus dem Ortsnamen bemerkt. Capra ist zu Deutsch Ziege und Rica heißt reich. Die gemütliche Altstadt von Caprarica di Lecce hat schmale Straßen und ist reich an wunderbaren und gemütlichen aus dem 18. Jahrhundert stammenden Hofhäusern. Die Hofhäuser haben oft einen großen, teilweise abgeschlossenen Hof, zu dem entweder das Haupthaus oder mehrere Häuser Zugang haben. Er wird zum Ort des Familienlebens der verschiedenen Mitglieder der Großfamilien. In einigen Hofhäusern gibt es einen Gemüsegarten, ein anderes besonders typisches Merkmal dieser Gebäude. Er war sehr wichtig für die Nahrungsmittelbeschaffung und diente als Lebensunterhalt für die Familie. Das Gebäude geht auf das 12. Jahrhundert, das heißt Zeit der Ankunft der Normannen zurück. Tancred von Hauteville kurbelte den Bau von Bauten zu defensiven und religiösen Zwecken an. Es handelt sich um eine alte militaristische Befestigung. Das erkennt man an der Anwesenheit dicker Außenmauern, die den gesamten Gebäudekomplex schützten. Von den zwei Türmen, die einst den Palast überwachten und von Invasionen schützten und bewachten, ist heute nur noch ein Turm übrig. Dieser Turm steht im Garten des Baronalpalasts und wurde früher als der Garten errichtet. Er wurde danach im 15. Jahrhundert unmittelbar nach dem türkischen Angriff von 1480 von den Baronen Guarini renoviert und verstärkt, um eventuelle weitere östliche Invasionen zu verhindern. Ein deutliches Verweis auf diese Adelsfamilie ist ein Wappen im Mittelpunkt des großen Turms. Das Eingangsportal des Gebäudes hat ein glattes und feines Bossenwerk und darüber ist ein wunderbarer, fein geschmückter Balkon im Rokoko-Stil, der von der Gebäuderestaurierung zeugt. Ins Gebäude gelangt man übrigens, indem man durch einen unüberdachten typischen Säulenkorridor durch den Garten geht. Der Palast hatte während seiner Blüte sogar 99 Räume, darunter der mit Möbeln aus dem 17. 18. Jahrhundert eingerichtete berühmte Spiegelsalon. Leider ging dieser Kulturerbe verloren. Der Baronalpalast bewahrt noch die Reste einer unterirdischen Ölmühle, ungefähr 400 Quadratmeter groß. Sie wurde zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert gebaut, wie viele andere Ölmühlen des Salentos. Die Ölmühle ist durch einen alten Treppenabgang erreichbar. Er ist nun abgenutzt. Er führt zu dem Hauptraum, wo es ursprünglich einen Mühltisch und einen Mühlstein gab, auf dem die Oliven erstmal zerquetscht wurden. Dann wurde die Olivenmasse in die Ölpresse geschichtet und das Öl wurde aufgefangen. Die Ölsammelbecken kann man immer noch sehen. Genauso wie man heute nur noch den kreisförmigen Abdruck des Mahlsteins und einige alte Mahlsteine vorfindet. Außer dem Hauptraum gibt es noch einige kleinere Räume, die auch im Fels gehauen sind. Zum Beispiel den Tierverschlag mit den verschiedenen Futterkrippen.
In Capradica gibt es mittelalterliche Ställe, die noch gut erhalten sind. Hier kamen die Tiere an, wurden gefüttert und ruhten sich aus. Hier wurden Schafe und Ziegen zur Milch, Käse und Wolle für Kleidungsherstellung produziert. Die Frauen waren gewohnt, im Winter in diesen Räumen zu arbeiten, denn die Tiere erwärmten sie mit ihrem Atem. Die wunderbaren Masserien beweisen Capradicas landwirtschaftlicher Blütezeit. Einige wurden perfekt restauriert und sind jetzt sehr faszinierende ländliche Zeitzeugen. Die Masserien waren einst eine Gebäudeansammlung außerhalb des Dorfes, die als Landwirtschaftsbetrieb fungierten und wo die Landarbeiter über längere Zeiträume des Jahres wohnten. Einer der berühmtesten Gebäudekomplexe ist die Masseria Stali, die heute auch ein Lernbauernhof ist. Man kann hier interessante Lehrpfade, Kochkurse und interessante Kurse über die Olivenernte und die Olivenölherstellung in Anspruch nehmen. Eine andere sehr bekannte Masseria in der Nachbarschaft ist die Masseria Ligurti, heute ein privater landwirtschaftlicher Betrieb. Hier wird noch die Schafhaltung ausgeübt und werden Nahrungsmittel im 0-Kilometer-Verfahren, das heißt, dass sie so nahe wie möglich an den Ort des Konsums produziert worden sind, verkauft. Wie der gesamte Salento ist Capradica reich an jahrhundertealten Olivenbäumen, hoheitsvolle, zeitlose Gestalten, die scheinen, als ob sie das Gebiet bewachen und eine hundertjährige bäuerliche Vergangenheit beweisen. Diese Bäume sind das Wertvollste, was der Salento noch unverändert erhält. Sie sind seit jeher eine wichtige Einkommens- und Versorgungsquelle des sehr guten nativen Olivenöls und sind auch Symbol des Salentos. Mühevoll haben faltige Hände im Laufe der Zeit den Boden aufgebrochen, um ihn für die Olivenbäume anbaufähig zu machen. Die Olivenbäume werden von den Bauern wie ihre Kinder betrachtet, die sie hüten und pflegen. Bäume und Menschen scheinen eine symbiotische Beziehung zu schaffen, die zeitlich immer stärker wird. Die atemberaubende Schönheit der ungewöhnlichen und geheimnisvollen Formen der Stämme lassen diese jahrhundertealten Bäume erscheinen wie echte lebende Skulpturen. Sie drehen sich um ihre eigene Achse, haben unglaubliche Formen und können riesig werden. Jeder Baum hat etwas Magisches. Jeder ist anders als der andere. Jeder ist einzigartig.
Das Gebiet von Caprarica ist noch wunderbarer und suggestiver, wenn es oben bewundert wird. Es handelt sich um einen kleinen Hügel, der wie ein Ableger der Salentinischen Murche, das sind die hohen felsigen Gebiete, scheint. Er liegt ca. 110 Meter über der Meeroberfläche. Der Hügel reicht von Caprarica bis Galugnano und verläuft wieder in die Niederungen der Nachbargemeinden. Diese Hügel sind auch Sport- und Erholungsräume. Heute werden hier verschiedene kulturelle Ereignisse organisiert. Eine Freizeiteinrichtung mit Bänken, Kinderspielplatz und Fitnessausrüstungen machen diesen Platz ideal, um mal einen Tag mitten in der unberührten Natur zu verbringen. Das Archäodrom Kalos liegt auf dem Hügel bei Caprarica und ist das größte Freilichtmuseum Italiens. Im Inneren des Museums wurden 6 verschiedene Abteilungen von Zeitreihen wiedererbaut, die das Menschleben von der Frühgeschichte bis zu unserer Zeit zurückverfolgen. In der Abteilung der Frühgeschichte kann man die Rekonstruktion von Dolmen, Menhiren und Steinhügelgräbern bewundern. Es sind megalithische Zeitzeugen von weltweitem Interesse. In der Abteilung der Bronzezeit sind die Reproduktionen der sehr suggestiven und interessanten Hütten zu sehen. Sie waren oft oval geformt, mit der Sockelleiste auf Stein aufgebaut, die Struktur aus hölzernen Pfählen, die mit Röhre und Zweige verkleidet war. Es gab aber auch noch andere Arten von Häusern, die weit größer waren und dem Stammesführer gehörten. In der Abteilung der Messabezeit findet man eine sehr suggestive Kultstätte mit in die Erde gerammte Steinblöcke, die entweder parallel zueinander oder spitz pyramidenförmig aufgereiht waren. Man kann noch die Votivsäulen und eine tolle Aussicht vom Hügel bewundern. Die Säule stellt die Rekonstruktion einer gefundenen Säule dar, die vermutlich der Göttin Tana, der messapischen Wettergöttin, gewidmet war. Eine andere Abteilung stellt die Welt des alten Roms dar, denn der Hügel von Caprarica wurde auch viel von den Römern besucht und wurde von ihnen die Hügel des Tiberius, Octavians und Konstantins genannt. Hier kann man die Reproduktion alter römischen Straßen, Statuen und Tempel des alten Roms bewundern. Eine weitere Abteilung des Archäodroms ist das mittelalterliche Dorf, wo alte Handwerkstätten reproduziert wurden, sowie zum Beispiel die Böttchereien, die Weinfässer fertigten. Unter den verschiedenen Werkstätten gibt es auch die Schmiede. Die letzte Abteilung stellt die bäuerliche Gesellschaft dar. Ein echtes demo-ethno-anthropologisches Museum, dessen Schwerpunkt auf der Aufwertung von Werkzeugen und Traditionen des ländlichen Raums liegt. In dieser Abteilung wurde auch die Küche rekonstruiert, die das Herzstück des bäuerlichen Hauses war. Rund um den großen Kamin versammelte sich die ganze Familie, die sich vor allem im Winter die Ereignisse des Tages erzählte.